Und damit mal wieder ein Hallihallulule bei der AP-Koppel. Dann kann man das Stroh einsammeln. Jester habe ich gerade noch gefüttert. Jester habe ich gerade noch eben gefüttert. Das heißt, er ist auch happy Rest am Tag. Ist ja auch schon mal was wert. Wenn der Möppi happy ist. Kein Zugang zu diesem Land habe ich wohl. Lügt doch nicht. Fahren wir das Stroh ein. Fahren wir das Stroh jetzt ein, das will ich nämlich einlagern. Weil ich würde mir ganz gerne eine Mischfutteranlage stellen. Und nachher einen Rinderstall. Und wenn ich das Mischfutter erstmal verkaufe, dann ist ja Jacke wie Hose. Hauptsache, ich bekomme früher oder später mal Rinder. Auch wir du mal in den Gängen. Ja, hier passt nichts rein, ne? Ich meine, wir haben jetzt gerade 60.000. Hier passen 23 Kubik rein. Was passen hier rein? 180 PS, hier passt richtig rein. Ich glaube aber nicht, dass unser Ladewagen mit 60.000 wert ist. Da glaube ich nicht dran. Glaube ich einfach nicht dran. So teuer war der ja nun immer. Können ja gucken, was der wert ist noch. Ja, 40. 40 ist er noch wert. Nur die Wege hier, die werden halt nicht mehr kürzer, ne? Was heißt Wege? Das Material wird jetzt erstmal nicht weniger. Das Material wird erstmal nicht weniger auf dem Acker. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal wieder gut Geld verdient. 25 kommen allein durch die Mission noch rein, ohne das, was wir durch den Verkauf der überschüssigen Ware haben. Der Lexan ist zum Weg zum Abladen, das ist auch nicht schlecht. Ja, ich ziehe jetzt erstmal die Kleine hier durch. Ach. Ich habe den die ganze Zeit mit einem Hänger, Vollhänger losgeschickt. Macht Curseplay denn beide voll? Weiß ich gerade gar nicht. Nein.
Jetzt bin ich aber gerade dabei gewesen, ihn zu verlieren. Jetzt war ich gerade dabei, den zu verlieren beim Rückwärtsfahren, aber vollständig zu verlieren. Oh, lass mal den Lexus mal weiterfahren. Und runter! Aber 72% haben wir jetzt abgeschlossen von der Mission. Das ist gar nicht so übel. Ich wollte als nächstes hier nochmal eine Ladung Raps drauf machen. Einfach Raps bringt gutes Geld. Und wir können noch Rapsstroh verkaufen. Weil das Rapsstroh würde ich am liebsten für immer schön verkaufen. Auch wenn ich das so nutzen könnte wie normales Stroh, würde ich es am liebsten verkaufen. Dann muss ich nachher noch eine Sache stellen. Da muss ich aber halt gucken, wohin. Das Geld werde ich mir wieder gutschreiben. Das möchte ich quasi als ja, städtische Anlage nutzen. Das ist so ein Kaufpunkt. Kaufpunkt von Gütern. Den müsste ich mit drin haben. Würde ich aber gerne als städtische Anlage laufen lassen, weil den Bau, den nehme ich mir zurück quasi. Aber alles, was ich am Frühstück kaufe, darüber, sage ich mal, kostet ja auch Geld. Ich sollte nicht nur die Pickup runterlassen, ich sollte sie auch anmachen. Das bringt dann mehr. Habe ich mir sagen lassen. Nach der Bahn fahre ich jetzt aber nochmal leer machen. Ich will gucken, ob ich eine komplette Bahn reinkriege. Auch wenn ich das ehrlich gesagt total bezweifle. Wenn ich so die Prozentanzeige unten sehe. Weil viel hat von der Bahn hier ja gar nicht gefehlt. Naja, wir werden keine ganze Bahn reinkriegen. Brauche ich gar nicht versuchen. Hier ist ja die Bahn, wo wir gehäckselt haben aus Versehen. Oder ich vielmehr. War dumm gelaufen. Pickup ist unten und weiter. Na gut, Fahrstand von unten die Bahn neben uns, rechts von uns an. Dürfte ja ziemlich hinkommen dann, die reinzukriegen komplett. Und die hier dann noch mitzunehmen. Also rechts kriegen wir auf jeden Fall komplett rein. Aber dass man die hier dann noch fertig mitnehmen können, ist halt so eine Sache. Und ich sollte mir unbedingt mal eine Taste belegen zum Muten des Mix. Dann gehe ich mir nämlich jetzt nach der Folge erstmal die Nase putzen. Kackwetter. Sag mal gesund bei Leim. Zu weit vorgefahren. So weit vorgefahren.
Pickup an. Pickup unten. Und rollen lassen. Schade finde ich auch, dass man den Signiermitteltank nicht mehr entleeren kann. Das finde ich extrem schade. Weil wenn ich den Wagen mal abstoße, dann habe ich da immer noch Signiermittel drin. Ne, ich krieg die Bahn rauf, wieder nicht ganz rein. Mann. Gibt's doch nicht. Rasenmähen müssen wir auch bald wieder. Aber da ist die Frage, lohnen sich die Ballenpressmissionen eigentlich wirklich? Ist halt die Frage, ne? Ich meine, wir haben ein kleines Silo der BGR da stehen. Das bringt auch ein bisschen Geld rein stündlich. Aber ich wollte jetzt hier auch keine riesen BGR aufbauen. Vielleicht setze ich noch einen daneben. Beziehungsweise könnte ich auch machen. Ich setze mir so ein Ding für die Gärreste rauszuziehen. Lass die Gärreste immer schön umlagern. Und wenn es sich dann lohnt, wie teuer ist denn das Ding? Zentrale Gärreste Lager. Zentrale Güllelager. Ne, hierhin ist zu nah am Acker. Ja, hierhin ist auch. Obwohl hierhin geht eigentlich. Kling? Dann schaffen wir uns nämlich ein Fässchen an. Und dann kann man schön über Naturprodukt oder was heißt Naturprodukt. Dann sparen wir auf lange Zeit auch wieder Geld, weil Mineraldüngerkosten sinken. Das wäre gar nicht so verkehrt. Wenn die ein bisschen sinken würden. Aber das dauert natürlich jetzt wieder, ne? Das dauert jetzt natürlich mit nur einem Bunker oder mit einem Fermenter. Könnte man mal überlegen, ob man sich irgendwo noch einen hinstellt. Weil der Fermenter wird ja direkt vom Gärsilo geliefert. Und dann könnte man sich überlegen, ob sich das rentiert oder nicht. Weil auf jeden Fall wandern jetzt die Gärreste schön in das zentrale Gärrestelager. Dann können wir uns irgendwann mal ein Fass mieten. Und dann hier schön Yippie-Yay drüber knallen. Würden wir uns auch ein bisschen mit sparen. Wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Also da kommen ein paar Liter Stroh kommen zusammen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der den zweiten Liga auch voll macht, der Lexion. Weil wenn ja, dürfte der ziemlich leer werden. Wir sind bei 84% der Mission.
Und ich glaube, ich komme auch noch drunter. Ja, komm ich dran vorbei. Schuldig den Radau gerade im Hintergrund. Oh wei. Aber das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und sage tüdelü.